Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Meine Winterpause ist beendet und ich möchte euch heute gerne die Lilly-Version mit Halsbündchen zeigen. Genau, und das war mein erstes Nähprojekt 2020. Wie oben die Schlaufe da entstanden ist, zeige ich euch auch. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Ganz ursprünglich hat der Schnitt ja zwei Varianten. Einmal diesen Bubikragen hier auf der linken Seite oder eben die Variante mit Beleg auf der rechten Seite. Und die wollte ich eigentlich auch nähen. Und dann habe ich mir aber überlegt, dass diese Variante hier echt schön ist, die Anja aus meinem Probenähteam gezaubert hat. Und habe mich dann dafür entschieden, ein Bündchen oben anzunähen. Ich hatte meine Lilly ja schon zugeschnitten und habe dann aus den Stoffresten diese Handschuhe hier gemacht. Das war das letzte Video, ich verlinke es hier nochmal. Und die Kombi, die gefällt mir nämlich richtig, richtig gut. Das gibt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen sportlicheren Touch und sieht einfach mal wieder anders aus. Und darum geht es ja auch, ne? Dass man ein und denselben Schnitt auch mal unterschiedlich näht, damit nicht alles immer gleich aussieht. Genau, an den Bündchen unten am Ärmel ist das auch schon richtig cool. Ich habe dann, weil ich nicht genug Bündchen habe, aber die Unterseite wieder ganz normal umgeklappt und festgenäht am Saum. Sonst hätte man da unten auch noch super das Bündchen ranmachen können. Und nun ist der Hals dran. Und ich habe oben am Hals allerdings schon die Nahtzugabe von 1 Zentimeter dazu gegeben und das eben auch in der normalen Weite zugeschnitten. Jetzt wäre natürlich möglich, da einen Beleg oben ran zu machen und den würde ich dann, aber zwecks Stoffmangel geht das eben nicht, den würde ich dann wieder 90 Grad verdreht zuschneiden, da er dann weniger Elastizität hat und einfach oben den Ausschnitt besser formt und hält. Ansonsten kann man auch super oben noch Formband an die Naht anbringen, damit sie nicht ausleiert. Genau, ich habe mich jetzt aber für das Bündchen entschieden und das ist ein Fertigbündchen, so ein fertig gestricktes. Das ist relativ labberig und leiert auch gut aus und es ist mir ein bisschen breit. Also das ist 7 cm breit. Und ich werde das ein bisschen zurückschneiden, damit da der Ausschnitt eben nicht zu hoch wird. Du kannst das Bündchen auch einfach so jetzt oben annähen. Dann wird der Ausschnitt eben enger und liegt höher geschlossen an. Das ist nochmal so ein Tipp, wenn du einen Schnitt hast, den du zuschneidest und wo du dann beim Anprobieren merkst, das ist einfach oben viel zu weit, dann kann man das damit ein bisschen verkleinern. Und hier sieht man auch ganz genau, dass es eine schöne Kante gibt. Das ist jetzt die rechte und einmal die, wo sich das Bündchen auch sehr schnell auflöst, weil es eben ein richtig gestricktes Bündchen ist. Und ich werde natürlich den saubereren Rand auch oben als Abschluss nehmen. Und habe mich für eine Zuschnittlänge von 4 cm entschieden, wovon 1 cm dann als Nahtzugabe abgeht. Ich möchte jetzt in dem Fall nicht, dass der Ausschnitt noch höher wird, sondern der soll so bleiben, wie er ist. Und muss deshalb eben den Ausschnitt etwas vergrößern. Ich habe da oben mir schon die Kellerfalte festgesteckt und werde jetzt den Ausschnitt 3 cm vergrößern. Und dann ist eben noch der 1 cm dran, den ich als Nahtzugabe nutze. Und dann kommt das auch mit dem zugeschnittenen Bündchen gut hin. Ja, also jetzt gilt das Ganze anzuzeichnen. Ich habe das als erstes hier mit dem Kreidestift probiert. Das ist ja auch einer meiner Lieblinge. Aber das hat man jetzt auf dem Stoff nicht so gut gesehen, so dass ich mich dann doch ganz einfach für Stecknadeln entschieden habe. Ne, also man sieht jetzt hier, das war nicht so gut sichtbar. Also die Stecknadeln haben mir da besser geholfen. Genau, einmal alles rundum markieren in diesem 3 cm Abstand und dann einmal abschneiden.
Wenn du dann alles abgesteckt hast, dann geht es mit dem Bündchen weiter. Und man sieht hier schon diese Fertigbündchen, die haben auch so eine richtig schöne Form, die wölben sich so ein bisschen und das liegt dann nachher auch richtig gut am Ausschnitt oben an. Du kannst natürlich auch gerne ein einfaches Bündchen nehmen, das ist überhaupt kein Thema. Genau, in der Breite habe ich es wie gesagt 4 cm zugeschnitten, wovon 3 cm Bündchen werden und 1 cm die Nahtzugabe. Also so wie ich das da jetzt auch ranhalte, habe ich dann mal die Weite getestet. Das muss man auch mit dem Ranhalten machen, weil jedes Bündchen so ein bisschen anders ist. Das hier ist wie gesagt sehr weich und sehr dehnbar. Und ja, es gibt eben auch festere, da muss man das weiter zuschneiden. Für mich funktioniert diese Formel Hals- oder Ausschnittumfang mal 0,8 nicht. Ja, genau. An den Enden muss natürlich noch jeweils 1 cm Nahtzugabe fürs Zusammennähen ran. Den bitte nicht vergessen. Denn genau, sonst kann das bei manchen Bündchensorten eben schwierig werden und das Ganze ist dann zu klein. Ja, also einmal zuschneiden und dann zusammennähen. ja, also im Prinzip rechts auf rechts aufeinander legen, aber hier ist das egal, weil das sind zwei gleiche Seiten. Und mein Desaster, was mir so passiert ist, das habe ich mal in meinen Insta-Stories auf Instagram festgehalten und ich zeig's dir hier mal. Ich muss gerade so über mich lachen. Ich sitze das erste Mal seit 3 Wochen an der Nähmaschine und ich komme mir vor wie ein Anfänger. Kennt ihr das? Das ist so krass. Ich will einfach bloß ein Bündchen zusammennähen. Ne? Ich habe mir ja angefangen, eine Lilly zu nähen. Also hier, ne? Habt ihr mein Video von den Handschuhen schon gesehen mit Traumbeere? Also da, ne? Da sind die mega coolen Handschuhe, glaube ich, aus den Resten genäht. Und ja, ne, hier, ich wollte einfach bloß ein Bündchen ran, den unten an den Ärmel, aber ich habe den Zickzackstich gesucht. Ich habe die Größe erstmal einstellen müssen. Aber ich glaube, in 10 Minuten bin ich wieder im Flow und alles läuft, ne? Aber ist schon krass, ne? Ging es euch auch schon mal so? Ich bin echt so ein bisschen schockiert von mir. Aber gut. Naja, wenn ich gleich noch ein Insta, nee, nicht Insta, ich mache gleich noch 2 YouTube-Videos, bin ich da wieder voll drin. Das läuft dann. Ich bin voll im Flow. Ich habe gerade mein Bündchen falsch rum angenäht. Es läuft. Rückwärts und bergab, aber es läuft. Okay. Ich bin dann mal am Trennen. Und ich glaube, ich lasse das nähen heute. Hier. Ist so, wa? Aber ich habe nicht mit Overlock genäht. Wahrscheinlich würde ich mir dabei heute den Ärmel noch abschneiden. Aber gut. Ja, oder soll ich es einfach mal so total expressiv mit Bündchen, nee, mit Naht außen tragen? Oh Mann! Ihr dürft mich jetzt für total bescheuert erklären. Jetzt habe ich das Halsbündchen rangenäht. Aber wisst ihr was? Weil Mutti wollte es ja richtig machen. Ich habe das jetzt mit der Overlock angenäht. Jetzt ist da auch die Wurst draußen. Ich bin noch nicht zurück. Ich mache da jetzt einfach irgendwas rüber. Ich trenne das nicht wieder ab. Ich habe da keinen Bock drauf, ne? Nein, da mache ich irgendwas rüber. Ich weiß noch nicht was. Oder vielleicht umnähe ich es auch irgendwie oder so. Aber ich trenne das nicht wieder ab. Oh Gott, sehe ich schlimm aus. Aber gut. Ist ja nicht so wild. Es kann nicht sein. Also ich höre jetzt heute offiziell mit Nähen auf. Das ist ja. Mal gucken. Irgendwas werde ich drüber nähen. Ich weiß noch nicht was, aber nein, Trend kommt heute nicht nochmal in Frage. Mann. So, ich schließe meinen Tag heute mit der besten und schärfsten Reparatur ever. Ich habe da einfach was rüber genäht. Hier, aber ich, also, cooles Detail, oder? Also das Annähen an sich hat super geklappt. Also Bündchen rechts auf rechts anlegen, obwohl ich es auch fast noch mit der falschen Seite angenäht hätte, sodass diese aufgeribbelte Seite oben ist.
Ja, gut. Und ich habe sogar die Naht auf die Seitennaht gepackt, aber eben wie am Ärmelbündchen habe ich oben auch so eine Wurst reingemacht. Und es ist natürlich eigentlich gar nicht schwierig, sowas zu reparieren. Nur bei diesen Strickbündchen hat sich beim ersten Mal schon alles aufgelöst irgendwie. Und da wäre dann wirklich nichts mehr übrig geblieben, sodass ich wirklich Angst hatte, da jetzt ranzugehen und das nochmal aufzutrennen. Und ja, ich habe mich für eine Flick-Variante entschieden. Die, aber nachhinein finde ich die eigentlich echt hübsch, ne? Ich habe halt noch mal ein Stück Stoff rübergelegt und drüber genäht. Und ja, finde es im Grunde echt cool. Weiß man auch, wo rechts und links ist, ne? Genau, und das ist meine Lilly. Ich finde sie richtig, richtig cool. Und mag auch das Detail da oben. Wie gesagt, wenn euch interessiert, wie ich das sonst mache, weil es geht wirklich relativ einfach, dann sagt mal Bescheid. Ja, aber hier sieht man nochmal bei der Anja, die hat das oben ran gemacht, also an den normalen Ausschnitt von der Weite und dann schließt sich das Ganze natürlich noch mehr. Genau, so, ansonsten war es das für heute. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst und natürlich einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und schreibt mir ruhig gerne nochmal ein paar Themen mit unten in die Infobox, die euch interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen grandiosen und viel besseren Start ins neue Jahr 2020 als mir. Aber wir kriegen das schon hin, ne? Tschüss.